Sie sind hier, 24. November 2018, 13.09 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Torwart Yujiro Kutan trifft gegen Vissel Kobe in der 14. Minute der Nachspielzeit. Urheberrecht DAZN. Lukas Podolski und Co. verspielen in der J1 League in einer verrückten Schlussphase noch einen 3:1 Vorsprung. Den Ausgleich erzielt der gegnerische Torwart. Unfassbare Partie in der japanischen J1 League. Vissel Kobe, Club von Lukas Podolski und Andres Iniesta, hat in einer dramatischen Schlussphase noch einen 3:1 Vorsprung verspielt und musste sich im Kampf gegen den Abstieg mit einem Remis zufrieden geben. Bis zur 87. Minute lag Kobe noch mit 2 Toren in Front. Dann erzielte Shimizu S-Pulse den Anschlusstreffer. In der 14. Minute der Nachspielzeit gelang der Heimmannschaft sogar noch der Ausgleich zum 3:3, den erzielte Shimizus Torwart Yujiro Kutan, der bei einer Ecke nach vorne gestürmt war, per Kopf. Insgesamt betrug die Nachspielzeit sogar fast 20 Minuten. Grund war eine lange Verletzungsunterbrechung. Trotz des Unentschiedens hat Vissel Kobe den Klassenerhalt sicher. Zwar beträgt der Vorsprung auf Relegationsrang 16 ein Spiel vor Schluss nur 2 Punkte, 2 andere Konkurrenten treffen am letzten Spieltag jedoch aufeinander. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.